Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer weiteren Folge unseres Crash Course Portraits. Im Studio mit mir befindet sich wieder die Viviana. Schön, dass du da bist. Ich darf dich begrüßen Danke. zu einer weiteren Folge. Heute geht es nochmal von letzter Woche um das Thema Weißabgleich. Die Aufgabe, die Viviana bekommen hatte, war ja, mit dem Thema Weißabgleich wirklich effektiv zu arbeiten, das nicht nach hinten rauszuschieben, sondern... Beim Fotografieren sich zu entscheiden, auch die Entscheidung zu treffen, wie ein Foto aussieht und damit auch Stimmungen zu erzeugen. Und ähm, bevor wir heute dann zum Thema kommen, das wäre Blende, ISO, Zeit. Heute wird es sehr trocken und äh, unfassbar öde. Oh Gott. Gucken wir mal deine Bilder an. Und langsam muss ich sagen, ich habe ja gerade schon einen, ähm, einen Blick drauf werfen dürfen. Langsam gehen mir die Negativargumente aus und das langsam brauchst du uns gar nicht mehr. Ähm, Bevor wir jetzt in die Bilder gucken, erstmal ein kleines Wörtchen. Wie war es mit dem Weißabgleich? Gab es irgendwelche Probleme? Nö, ich habe verschiedene Stimmungen ausprobiert. Mhm. kann sagen, mir gefällt es in die wärmere Richtung auf jeden Fall besser. Warum? Was, ist, was, was, was gefällt dir am besten? Ich stehe einfach auf diesen Bildstil. Mhm. Also jetzt nicht also, erst seit kurzem, sondern schon länger. Aber ich finde es halt super, dass ich es jetzt direkt von vornherein einstellen kann, weil das habe ich vorher irgendwie noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Neutral und kalt sind halt keine... Weißt du warum das ist? Warum du auf warm mehr stehst als auf, auf, auf kalt und neutral? Das sind keine Farben oder keine, keine Bildwirkungen, die für Menschen sehr vorteilhaft sind. Das hast du sicherlich gemerkt, wenn du keine perfekte Haut hast und du gehst in die bläuliche Richtung, dann entstehen so, ja, so Rotungen, stimmt. so Magenta-Shifting und dann kommen irgendwie so Hautflecken viel mehr hervor. Ähm, und, und, und gerade auch bei neutral. Ich meine, wer von uns will schon sozusagen neutral dargestellt ja. werden? Was da haben wir dann irgendwie dann? einen Kratzer oder ein Pickelchen und dergleichen und dieses warme. Das überdeckt alles. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist, ist sehr der Vorteil. Vorteilhaft. Genau, und das ist wahrscheinlich auch das, was du schön findest, dass man sagt: oh, Das sieht ja alles so super toll aus, ja. weil die Haut im Endeffekt ganz samtig… Das macht auch so einen Wohlfühleffekt im ja, Bild. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt trotzdem mal gespannt. Also, du hast, wie viele Fotos hast du gemacht? Drei, drei Sets habe hab ich gesehen, ne? Boah, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Wir gucken einfach mal durch. Also, Fotoshooting hier ähm, war diesiger Tag, oder? Äh, nee, war sogar ein sonniger Tag eigentlich. Echt? Aber, Aber kann sein, dass gerade da eine Wolke war. Okay. Ein ähm, bisschen Hippie-Style mit, mit dieser. Ist das ein Buchsbaum oder so? Das sieht so ein bisschen. Eine Tanne. Also, so ein, so ein, ja, irgendwie weiß ich nicht genau, was das ist. Aber ähm, finde ich, find ich jetzt schon mal cool, dass du diesen, diesen neutraleren Weißabgleich gewählt hast, weil der so ein bisschen, auch durch diese rosa, rosanen Bäckchen, der macht das Ganze so ein bisschen. Raffer, würde ich sagen. Weißt du, so rauer. So. Das ist, es wirkt so weniger geschniegelt. Und ja. das passt, finde ich, zu diesen, zu diesen Haaren, die so, so ganz natürlich fallen und auch zu ihrem Hautton. Und das wirkt einfach wenig gekünstelt. Weißt du, man? Mhm. Also finde ich sehr schön. Ähm, vielleicht darauf achten: Achtung, bei Frauen, das weißt du ja auch selber, dieser Oberarm ist eine der wichtigsten Dinge, mhm. die es gibt. Und zwar der Bereich hier. Oh, ich mache mal zurück. Das heißt, da nicht so viel Licht drauf oder was? Ja, also es heißt vielmehr, du musst auf diese Biegung hier achten. Mhm. Die meisten Frauen wollen das nicht sozusagen in der Rundung runterlaufen haben, ja. sondern in einem geraden Schnitt. Okay. Das heißt, das wäre ein Punkt, wo sie hätte den Arm ein bisschen nach vorne nehmen sollen, weil dann wäre der Arm sozusagen hier gerade verlaufen. Ah. Optisch gesehen. Ja. Und du hättest auch die Haare so ein bisschen hier drüber nehmen können. Dann wäre der Arm optisch dünner gewesen. Weil, mhm. ähm, du weißt ja selber als Frau, man achtet bei Porträts nicht immer nur auf das Gesicht, Nein. sondern wenn dann irgendwie hier so eine Falte drin ist oder der Oberarm so zerquetscht ist, dann, dann ja, findet das man das Porträt gar nicht schön. <laughs> das stimmt. Also ich achte sehr stark auf diesen Trizepseffekt, weil den Frauen nicht mögen oftmals. Ja, okay, werde ja? ich darauf achten. Also nur ein Punkt. Ähm, gehen wir weiter. Oh, <laughs> das ist jetzt ein Schocker. Äh, gleich, gleich, gleiches Modell, oder? Ja, das ist der. Wie bist du auf die Idee mit diesem, mit, diesem, mit diesem Stoff gekommen? Sie hatte den dabei und meinte, man kann ja irgendwas damit machen. Ja, und dann sind wir auf die Idee gekommen, den einfach mal so über meinen Kopf zu legen. Mhm. Und ich wollte generell mal was mit Gegenlicht ausprobieren. Hier, Sonne. Sehr mhm. geil. Genau. Vor allem auch schön tuschiert. Also die Sonne sozusagen, was ich nicht mag, ist die Sonne hinter dem Porträt zu verstecken, weil dann gibt es eigentlich im Endeffekt diese Krisselbilder. Kennst du die, wo die Haare so in allen Richtungen ja. leuchten? Ja, und wie so Würmchen, wie, so, ja, wie so medusa -Kopf genau, abstehen? Ähm, hier oben sieht man ja, ja das da sieht so in klein ist. sieht man so ein bisschen. Aber wenn du die Sonne ganz dahinter versteckst, dann sieht man es in allen Richtungen. Ja. Ich finde es schön, wenn man so ein bisschen andockt, die Sonne. Und ich finde auch schön, dass du diesen Stoff so als, transparente, als transparenten Effekt genutzt hast. Ähm, was ich sagen muss, ich hätte den Stoff hier noch ein bisschen übers Dekolleté genommen, weil man sieht hier, dass das halt ein astreines weißes T-Shirt mhm. ist. Weißt also du, das, das meiner Meinung nach. Das so ja wahrscheinlich wieder. hätte man eher einen Ton nehmen sollen der mit ihrer Haut und Haarfarbe irgendwas harmonisiert. bräunliches oder vielleicht irgendwie so ein, so ein ja, Ockerton genau. oder irgendwie so einen Hautfarbenen vielleicht auch nur trägerlos hätte vielleicht auch gewirkt stimmt ja ähm, also finde ich aber sehr schön dass diese, diese Flechtfrisur hier so im Vordergrund ist mega hübsch also und vor allem hier passt das warme übrigens wenn wir beim Weißerbleich bleiben echt genial dazu kalt würde hier gar keinen Sinn machen also ja, kalt sehr oh schon wieder so ein harter Kontrast was war, wo hast du das gemacht? Ähm, das war in so einer verlassenen Stadt. Das ist Kim, ne? Genau. Das ist Model kenne ich. Ja. Und da haben wir so eine alte Badewanne gefunden, die schon total verranzt war. Eine verlassene Stadt mit einer alten Badewanne. Genau. Das klingt ja spannend. <laughs> ähm, und, 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 und was assoziierst du jetzt mit diesem Blau, mit diesem... Warum hast du es gewählt? Das passte. Ich habe halt ausprobiert, ein paar Einstellungen, und ich fand, fand das passte am besten. Ist schon angenehm, also, wenn du an der Kamera im Endeffekt ja. dort bist und einfach so durchgehst, oder? Genau. Und dann nimmst du dir einfach das Schönste raus. So im genau. Ne? Ich, ich schaue dann im, du hast mir ja gezeigt, diese, diese Skala diese hier. Skala, genau. Ja, genau, wir können sie kurz noch mal einblenden. Ja. WB und dann ganz nach hinten. Genau, damit habe ich es auch nur gemacht. Also nur mit der? Nur mit der habe ich es gemacht, ja. Ich habe zwischendurch auch mal andere, aber. Mir hat das am besten gefallen. Ja, und auch dieses, diese, diese, genau. diese Shifting hast du auch benutzt. Ja, genau. Okay. Und da kann man dann halt schön gucken und vergleichen. Die Skala, Genau die ja. meine ich. Und äh, wo warst du? Warst du wirklich so bei 10.000 auch manchmal? So richtig? Ja, ganz oben? war ich auch. Bei dem Bild wahrscheinlich ne? Genau. Also da. Ja, Habe ich mehrmals. Das hat, das hat mir wirklich am besten gefallen. Echt, die 10.000? Mhm. <laughs> Interessant, ne? Aber ja. gut, guter Punkt. Muss man jetzt gar nicht dazu sagen, finde ich grandios. Also finde ich auch vor allem dieses Düstere. Und jetzt, also an dem Bild finde ich, dass, 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 dass man merkt, dass alles zusammengreift. Welche, welche Elemente spielen denn hier in ein Foto mit rein? Guck mal, in dem Foto hast du im Grunde genommen Location. Die ist zerfallen, alt, verlassen, rostig, mit, mit Moos überwachsen. Dann hast du natürlich das Modell. Schreibe ich jetzt zwei L an? Ja, ich glaube schon, ne? Ich kann man beides. Ähm, was jetzt hier auch so ein bisschen durch dieses Outfit und auch durch diese, diese leichte, Nacktheit will ich jetzt nicht dazu sagen, aber so ein bisschen die Unterbrust kommt ja raus, auch so ein bisschen ähm, außergewöhnlicher ist. Dann hast du natürlich auch das Ganze drumherum, was du auch schön im Querformat gezeigt hast. Ne? Hättest du nie Hochformat fotografiert, hätten wir es ja gar nicht gesehen. Mhm. Also diese Sträucher und diese Büsche, die von außen hier reinkommen. Also ich finde dieses Szenische des Querformates, Szenische Querformat, Finde ich sehr schön gemacht. Und dann kommt Belichtung plus WB. Und ich finde, das hier hast du halt alles perfekt zusammengebracht. Du hast düster blau gemacht. Und das erinnert mich halt so an Nachtstimmung. An eine, an eine, wann wurde es aufgenommen? Welche Uhrzeit? Nachmittags. Nachmittags? <laughs> ja. Aber es war nicht so hell, oder? es war heller ja als so also du hast richtig also dunkler gemacht genau. absichtlich deswegen ja. genau das meinte ich halt es hätte jetzt auch sein können dass du es bei blauer stunde der sonnenuntergang irgendwie aufgenommen hast mhm. oder sonst was aber früher. perfekt also richtig richtig schön gemacht oh gleiches fotoshooting ja das war ah. auch direkt daneben hier war quasi die badewanne hier, wo ich jetzt stehe, war ja, die Badewanne. genau, das ist direkt nebeneinander <laughs> fast gewesen. Und das ist eine, ist eine Matratze oder was? Nee, das war irgendwie so ein Sessel, der stand einfach da mitten auf der Wiese rum. Hinten sieht man noch so ein, so ein, so ein Jägerhaus. Genau. Also was ich sehr genial finde, ist, dass du so ein bisschen diesen Verlauf ins Helle rausgemacht hast, dass es nicht nur dunkel ist, sondern dass auch hier so ein bisschen was von der Location, von der Tiefe nach hinten geht. Also diese, diese Fluchten hier, mhm. die finde ich sehr schön gemacht. Und ansonsten finde ich perfekt die Hauttöne getroffen. Also wenn man jetzt mal die Haut hier im, 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 im Detail anguckt, ich glaube, jede Frau freut sich über so eine Hautfarbe auf einem Foto, oder? Ja, das war auch ihr Lieblingsbild von dem Shooting. Wirklich mega gut. Und ich finde auch, das ist mutig. Gut, man könnte jetzt sagen, du hast es irgendwie von vornherein hier irgendwie im goldenen Schnitt gemacht, sozusagen. Also diese. Ja, grob eingezeichnet. Also du hast sie so schön, so ein bisschen asymmetrisch. Nicht zu so weit außen, aber nicht zu so unten. Also finde ich mega gut. Ich, wie gesagt, ich kann nicht mehr kritisieren. Auch das, diese die Stimmung hilft dir einfach dieses trockene Gras und diese Sonne und diesen Schatten und das ist einfach stimmig in sich. Und das war von vornherein schon klar, dass du wahrscheinlich so eine, so eine warme Stimmung wählen musstest. Neues Fotoshooting? Das sind ja, wir jetzt zum genau. dritten, ne? ähm, Mega cool. Sehr schwierig. Das ist innen drin, oder? Hier sind ja, genau. keine Reflektion. Also ja. hier sieht man, glaube ich, die Reflektion. Mega schwierig, jemanden innen drin zu nach draußen fotografieren. Weil oftmals ist draußen sehr viel heller. Mhm. Und dann hast du natürlich oh, außen komplett weiß, und, aber ich finde, A, du hast die Belichtung perfekt eingestimmt, also gerade auch die B B Reflexion auf den Brüsten, auf den Händen, auf dem Haar. Und ja, warm hätte hier nicht gepasst, weil warm wäre zu wenig sinnlich, also wäre zu düster das Bild gesamt mhm. gewesen. Ne? Kalt wäre zu wenig sinnlich irgendwie Eben, gewesen. Das also deswegen auch so neutral, schön gemacht. Hm. Da habe ich es mal mit Kalt probiert. Das hat jetzt auch wieder was von diesem Bett liegen nachts dunkel, also auch hier gezielt richtig die dunkle Belichtung. Die Lichter kamen wahrscheinlich hier durch das Fenster, oder? Das genau. Ist noch das, das ist dasselbe Fenster. Dasselbe. Sie liegt hier auf dem Boden einfach, oder? Genau. Das? Sehr cool gemacht. Und das ist einfach Kissen hingeworfen. Ja. Sehr cool Reflektion, das Seitenlicht, nicht reingucken, auch dieses leicht verträumte, also auch die Stimmung hier sagt mir was sehr 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 Erotisches und Ästhetisches zu. Also Blaupasta. Ach hier auch. Mhm. Finde ich jetzt sehr stark vom Blau. Mhm. Vor allem, weil ich finde, dass zum Beispiel hier solche Sachen sich mitfärben. Weißt du, das ist so dann, mhm, dann... Stimmt. Innen drin hattest du wahrscheinlich ein warmeres Licht als draußen, deswegen ist hier draußen richtig komplett blau. Was man wahrscheinlich tun könnte, wäre einen Ticken zurückrudern. Aber... Ja. Äh, Vielleicht hätte ich die Sachen auch wegstellen können, aber... Ja, oder halt komplett einfach weiß draußen machen oder... Ja. Aber eigentlich, also es hat schon wieder was, so was Sinnliches... Distanziertes Und dieses Kühle heißt ja auch Abstand im Endeffekt. Wenn jetzt zum Beispiel sie in die Kamera gucken würde, würde es gar nicht mehr passen. Weil dann hättest du was Kaltes, was, 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 was sehr unpersönlich, sehr. was so eine, also kalt, eine kalte mhm. Person, Wer sagt man ja schon, das ist ja schon ein ja, Redewort ist. an sich. Und wenn sie dann noch in die Kamera gucken würde, dann hätte sie eher was Arrogantes, was Stimmt. Abweisendes. Ähm, aber ich finde, dieses Kühle. Das ist so dieses, das gibt was Melancholisches im Bild, was, was, was vielleicht Trauriges, was, was vielleicht Nachdenkliches. Und das sind all diese Stimmungen, die mit dem Blau einhergehen. Also mega wichtig ist Weißabgleich. Ähm, ein neues Model? Nee, es ist dieselbe. Okay, war ah, krass da. <laughs> gut, was ein paar Kleider ausmachen. Ähm, <laughs> ähm, gut, zu so Fotos im Weizenfeld sage ich jetzt erstmal gar nichts, aber muss jeder mal gemacht haben. Ich mag sie. <laughs> ist völlig Auch wenn es Klischee ist, aber ich finde es immer toll. Wie wie eine, jeder darf, jeder darf machen, was er schön findet. Du musst halt, du musst halt im Hinterkopf behalten, dass sie jetzt nicht zum ersten Mal fotografiert wurde. Ne? Ja klar. Und je öfters das, was fotografiert wurde. Und sie wurde weniger. alles schon mal fotografiert. Ja, aber es gibt Sachen, die wurden halt schon fünf Milliarden Mal fotografiert. <laughs> ja gut, das stimmt. Ähm, finde ich ein mega schönes Bild. Auch dieses, dieses Weggucken, dieses Spielen mit dem Finger. Ich, ich hätte da jetzt weder was Warmes noch was Kaltes gemacht. Und deswegen ist dieses Neutrale, dieses dieses relativ mittige, also weder warm noch kalt, finde ich hier sehr, sehr, sehr schön, weil es einfach ein schlichtes Bild ist, verstehst du? Und jetzt hast du eigentlich schon so drei Einteilungen. Wenn du jetzt mal hingehst und du hast hier kalt, neutral, warm, dann sind das immer so die besonderen Bilder. Du hast einen Sonnenuntergang, du willst was ganz Warmes mitgeben, dann gehst du sozusagen in die Richtung. Wenn du irgendwie was Arrogantes, Kaltes, Kühles, Abweisendes, Melancholisches, Trauriges, Düsteres, dann gehst du in die Richtung. Und für Bilder, die relativ eben ja, neutral sein sollen, bleibst du in der Mitte. Und das ist gar nicht so schwer, ne? wenn, man, wenn man das jetzt so ein paar Mal mhm. macht. Das ist, so, das ist ja kein Bild, was jetzt total abgefahren ist sondern das ist ein Bild von einer wunderhübschen Mädel, was auf der Wiese und so verträumt. Das ist alles, alles perfekt, also finde ich einen sehr neutralen Look. Oder auch hier, hier sieht man es noch besser. Merkst du, das ist so, du glaubst 100 dass sie so lacht und dass sie, dass sie so fröhlich ist gerade. Und ich glaube, sie ist ja auch gerade so fröhlich ja, und lacht. Ja, sie hat gelacht. <laughs> und das ist einfach so wenig effekthascherisch. Verstehst du, wenn du jetzt mehr nach warm gegangen wärst oder mehr nach kalt gegangen wärst, dann wäre das so ein bisschen mit Effekten gespielt. Mhm, und das, das, das wird dem Bild gar nicht, das braucht das Bild gar nicht. Ja, hast du recht. Mega gut. Also auch das Querformat, da würden jetzt viele Leute sagen, warum quer? Du brauchst ja im Endeffekt nur das, aber ich finde quer viel schöneres Format. Ich finde alles was quer ist, ist links und rechts von dem Modell kommt ja nicht nichts. Das ja. vergessen die meisten Leute, die dagegen argumentieren, die sagen, das ist Hochformat, da kommt ja die Location, also die, das Feld. Da ist ja immer, das zwar kein Model, aber da ist, da ist die Stimmung drin, die, das das was das drumherum gibt. Also, finde ich sehr, sehr, sehr schön, dass du auch hier mutig, obwohl nichts besonders drin ist, im Querformat fotografiert hast. Geil. Also, finde ich jetzt richtig cooles Bild. Auch so von der Kante, von der Seite mit dem leichten Gegenlicht. War so ein bisschen diesig, oder? Ja. Von hinten. Perfekt. Also, du merkst so eine Lichtsetzung, selbst da ist immer wiederkehrend. Mit dem Licht, Gegenlicht, Seitenlicht, ist immer die gleichen Effekte. Und durch diese blaue Brille macht auch dieser blaue, kühle. Jetzt ist sie ja cool. Ja. Jetzt ist sie ja nicht mehr freundlich. Und, und cool heißt ja übersetzt. Kalt. Kalt. Und deswegen ist es... Ja, also, siehst du was so, so, so ein bisschen bitchy, so ein bisschen... Wie würdest du es beschreiben? Ja, ich habe auch direkt, also ich habe halt auch wirklich da ausprobiert und geguckt und fand auch, dass das warme einfach zu der Brille und mit dem Blau, das war ja so eine Brille, die blau spiegelt. Und dann auch noch die Sonne, also die Wolken reingespiegelt. Genau, hat Genau, so. also ja, das hat ja. warm einfach nicht gepasst und gerade wegen der, weil sie halt so ein bisschen cool ist mit der Brille, dass es einfach ein bisschen düsterer und blau besser passt. Perfekt, also finde ich richtig gut. Ist es immer noch die gleiche? Ja, das war wieder auf den Kissen, auf dem Boden. Ah, das war ähm, Moment, das war sozusagen dann das Bild. Genau von oben. Und das ist jetzt natürlich echt interessant. Du hast im gleichen Fotoshooting einfach einen anderen Weißabgleich gemacht. Genau. Ähm, weißt du, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, das ist doch völliger Humbug, entscheid doch nachträglich für den Weißabgleich jetzt, dann kannst du viel genauer entscheiden. Dann würdest du was sagen nach diesen beiden Bildern? Ich könnte zwar als Fotograf Entscheiden nachträglich, welchen Weißabgleich ich nehme. Aber wer könnte nicht mehr entscheiden, wie er postet, wie er guckt, wie er sich fühlt? Ja, das Modeln. Das heißt, wenn du das Foto machst, dann sagst du dem Modell oder der Person, die du fotografierst, es gibt etwas Kühles, genau. Arrogantes, Abweisendes. Und was sagst du sozusagen bei dem Bild? Ja, eher sinnlich und. Hm. Warm, zart ja, genau. und, und, und direkt. Sie guckt hier auch in die Kamera. Es ist, sehr viel, es ist sehr viel persönlicher. Das heißt, wir Fotografen, wir könnten sicherlich den Weißabgleich nachträglich besser einstellen. Es ist aber trotzdem völlig egal, was wir nachträglich können, weil wer braucht die ganzen Infos? Ja, das Model. Das Model. Und es geht weiter. Wenn du dann irgendwann mal mit Make-up arbeitest, dann muss wer eigentlich auch wissen, welche Farben du nimmst? Ja, Make-up Artist. Make Artist. Wenn du das irgendwie stimmt. mal Kleider hast, dann muss wer wissen, welche Farben du im Endeffekt Der nimmst? Der Designer. Und der muss es vorher wissen. Verstehst du diese, diese, ja, klar, diese Denkweise von Fotografen, wo, wo man sagt, so alles hinterher Photoshop schneiden? Ich finde es halt auch gerade cool, dem Model die Bilder direkt zu zeigen und zu ja. sagen, so sieht es ungefähr aus. Und die können sich freuen und sagen, mir gefällt das so. Und die können sich auch rein empfinden. Eben, genau. So, ah, jetzt weiß ich, was du machen wolltest. Genau. So, okay, da kann ich noch mitarbeiten. Weil so Bilder, wo ja. der Fotograf dann direkt sagt, ja, im Photoshop sieht das dann noch mal ganz anders aus. Was soll ich dann? <laughs> Gut, das da ist natürlich wieder jetzt der Vorteil, den du hast, liebe Zuschauer. Ne, das ist natürlich jetzt echt perfekt. Dann sagt das das Model Viviana, sagt dann sozusagen, sie sich als Fotografin Viviana. Ähm, das ist bescheuert. Ich will doch, ich brauche doch die Infos, wenn ich Ja, werden. Den Satz habe ich schon ganz oft gehört. Das sieht ja? dann noch mal ganz anders aus, wenn es dann in Photoshop wird. Aber dann, dann weiß ja. ich nicht. Das ja. hat doch keinen Sinn. Mega genial. Ähm, wir sind auch am letzten angekommen. Ja. Finde ich richtig, richtig, richtig schönes Bild. Ich finde es jetzt vom Seitenlicht ein bisschen kritisch. Also muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, weil du hast da halt den Arm. Ich hätte den anderen Arm hochgemacht. Du hast, das Licht kommt ja von links. Mhm. Also hier war im Endeffekt das Fenster, ne? Genau. Hier. Und dieser Arm schottet im Endeffekt einen Teil des Gesichtes hier. Der hat so ein Flatschen über dem Gesicht. Das stimmt aber. Ich finde dadurch, dass die andere Seite auch relativ dunkel ist, sieht das wieder gleich aus. Nur dass der Arm halt wirklich ich weiß, sehr hell ist. Ich hätte gerne mal, also ich hätte es von vornherein probiert. Ja. Also, ich habe so eine Denkweise drin, wenn die Lichtquelle von da kommt, geht nie ja. irgendwas vors Gesicht, <laughs> sondern es geht immer die Hand. Kenne hoch ich ja so. eigentlich auch. Ähm, also das, oder du spielst absichtlich damit. Du hättest natürlich auch die Hand sozusagen hier vors Gesicht bringen können und ihr Schatten machen können. Mhm. Aber das hätte nicht zum Bild gepasst. Okay. Weil hier willst ja, du ja was, was Helles, stimmt. Offenes, Gezieltes. Ja. Ähm, Finde ich mega gut. Auch diese helle Wäsche zu hell. Und jetzt merkst du auch, wie Motiv zusammenspielen muss. Hier passt helle Wäsche, während bei dem blauen Bild, da hätte wahrscheinlich auch dunkle Wäsche gepasst. So, dann hätten wir jetzt all deine Bilder durchgeguckt. Ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Das freut ähm, mich. Nee, wirklich. Also, ich hätte, ich hätte sogar gedacht, dass du weniger Auswahl machst und weniger Motive für blau und für warm findest, weil das wirklich wirklich schwierig ist, blaue Motive zu finden. Ja, ich fand es aber auch echt schwieriger als das andere. Die meisten Fotografen machen ein bläuliches Bild und nehmen das Blau raus. Also machen was gräulich-bläuliches. Mhm. Also deswegen ist es so schwierig. Aber dafür braucht man Photoshop. Dafür, das kann man nicht in der Kamera einstellen. Okay. Ähm, ganz kurz, merkst du, merkst du, wie wichtig es ist, diese, diese, dieses Ineinandergreifen der Bausteine? Das ja. heißt also, du entscheidest Helligkeit immer mit Weißabgleich zusammen. Ja. Du entscheidest, Location immer mit Outfit. Du entscheidest sozusagen das passende Modell zur passenden Location. Ähm, so jemand, der so freudig ist wie jetzt sie, der so lacht und sowas, den kannst du auch in einem Weizenfeld fotografieren, während wahrscheinlich eine der anderen Modelle im Weizenfeld untergegangen wäre. Mhm. So, du, du, als Fotografin musst du immer viele Entscheidungen treffen und oftmals sagen, ich nehme das, das, das und das. Und es gefährlich ist, dass viele Fotografen heutzutage sich in dieser Technik verfangen, aber nicht mehr entscheidungswillig sind. Also nicht mehr sagen, Ach komm, ich mache jetzt ein warmes Bild. Mhm. Sondern sagen, aha, wir gucken mal, was ich nachher draus ja, mache. Das und das ist, nicht, das ist nicht produktiv, weil du, du kannst nachher nichts mehr entscheiden. Du kannst nur noch drehen und wenden, aber du kannst nichts mehr ändern. Ähm, gut, lass uns an der Stelle sein. Jetzt haben wir ja die Bildbesprechung hinter uns und jetzt kommen wir zur neuen Thematik. Und die wäre.